Herzlich willkommen zurück bei Prison Architect, bei dem ich euch ja das letzte Mal das Logistiksystem ein bisschen näher gebracht habe. Wir haben ja hier etwas eingestellt, beziehungsweise nicht hier, sondern hier bei der... Hoppla, so schnell kann es gehen. Bei den Programmen haben wir hier eine Küchenunterweisung. Wir haben 5 Plätze, 2 Sitzungen frei. Ich würde auch sagen, wir hauen da 2 einfach rein, von 8 bis 12 insgesamt. Die arbeiten ja eh von 8 bis 12. Und da sie noch keine Arbeit haben, müssen sie das ja erstmal können. Und wir haben jetzt hier schon, wir sehen ja hier, maximale Jobs haben wir 16. Aber das Problem ist, das können wir nämlich hier nachlesen. Wir brauchen für die Küchenunterweisung, jeder Gefangener benötigt einen Herd. Wir haben jetzt hier 4 zugeteilt. Da wir nämlich nur, warte, wo haben wir es? Zack. Wir haben nämlich nur 4 Herde. Wir können natürlich jetzt noch mehr Herde hier hin... Herde, was für ein Scheißwort. Öfen, ich nenne es einfach mal Öfen, gefällt mir mehr. Wir können natürlich noch mehr Öfen hier hinstellen. Aber nach meines Wissens sind die Schweine teuer. Mal gucken. 500, ja, wir haben zwar 5000, nee Quatsch, 16.000. Aber ich möchte ganz ehrlich das Geld sparen, um eine effizientere Möglichkeit zu erstellen, um mehr Geld zu bekommen. Und zwar haben wir nun durch unsere Forschung die Baumschule. Und ich würde hier gerne ein größeres Feld anlegen, einfach nur für Bäume, da wir später eh auch für die Werkstätten Bäume brauchen. Und damit das Ganze ja auch umzäunt ist, können wir hier Tore machen für die Straßen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wir nehmen da, die Sicherheitswände sind extrem teuer, möchte ich eigentlich nicht nehmen. Wir nehmen erstmal einen Zaun und ziehen den einfach mal hier rüber. Und dann haben wir hier die sogenannten Straßentore. Dann setzen wir einfach hier eins hin. Erst einmal. Und machen dann einfach mal hier, ich denke mal 2 Meter werden reichen. Erstmal so. Das Ganze natürlich hier ebenfalls zu. Zack. Wunderbar. Und damit das hier ebenfalls umzäunt ist, werde ich die Mauer einfach ein bisschen höher ziehen. Beziehungsweise nicht die Mauer, sondern diesen Zaun. Wir machen das mal 25 Meter hoch. Müssen wir uns merken, 25. Dann gehen wir mal hardcore-mäßig hier rüber. Ich glaube, das müsste hinhauen. Ja, das haut sogar hin. Zack. Und setzt natürlich dann auch hier wieder ein Straßentor hin. Und dann warten wir erstmal, bis das Ganze hier fertig gebaut ist. Und dann können wir hier unsere Baumschule hinsetzen. Was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall neues Personal. Weil ein Gärtner allein, der schafft das nicht. Ich kaufe, was heißt ich kaufe, ich stelle mal einen weiteren ein und vielleicht auch nochmal 2 Wachen mehr, da wir hier nach wie vor, glaube ich, das Problem haben, dass wenn die Arbeiter hier irgendwo durchlaufen wollen, müssen sie ewig warten, bis mal ein Wärter kommt und hier die Tore aufschließt, beste Beispiel hier gerade eben, und dann vielleicht sogar einen zweiten Hausmeister. Ja, wir haben nur einen. Denn es ist doch ganz schön dreckig, wenn ich mich hier so umschaue. Vor allem, oh, ein Personalraum, furchtbar. So, die Stationierung möchte ich euch gern auch noch zeigen. Jetzt mal gucken. Stationierung, da brauchen wir nämlich hier die Sicherheit. Schaltet den Sicherheitschef frei. Es wird dir stets einen Bericht zur aktuellen Gefahrenstufe in deinem Gefängnis liefern. Recht praktisch, um Ärger im Voraus zu ahnen. Den nehmen wir. Das wird Ganze über den Direktor natürlich wieder geforscht. Psychologen haben wir ja auch bald fertig. So, und für die beiden brauche ich ebenfalls Büros. Das Büro ist noch frei. Aber hier haben wir noch jede Menge Platz. Können wir hier auch gleichzeitig so nochmal ein Büro reinsetzen. Personaltür. So, das wird auch Ganze hier ein bisschen schön symmetrisch haben. Natürlich hier wieder der Aktenschrank. Der Schreibtisch.
der Stuhl. Und ich glaube, beim Psychologen selbst braucht man noch einen Stuhl. Für den, ich nenne es mal Patienten. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich setze ihn mal trotzdem hin. Wenn ich Pech habe, kommt der Sicherheitschef und klaut sich das Büro. Dann muss ich da den Stuhl hinsetzen. So, Büro, wo haben wir es? Das darf ich wieder jahrelang suchen. Ah, da. Gitter. So. Das passt. Können wir auch mal hier diese Planung rausschmeißen. Okay. Wie schaut's hier aus? Wow, die haben sie ja ganz schön schnell gezogen. Deswegen demnach auch so günstig. Ja, fast fertig. Sehr schön. Wir könnten das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen verschönern, wenn wir jetzt hier die Baumschule reinsetzen mit vielleicht ein paar Trampelwege und Licht. Aber das wiederum verschwendet wieder den Platz von Bäumen. Das mache ich, glaube ich, nicht. Zumal hier eh die Gefangenen... Ja, die kommen hier eh nicht hoch. Minus gewinnen wir mal wieder. Sehr schön. So, von der Beleuchtung her passt eigentlich alles. Das muss ja auch sehr wichtig sein. Alter, wir haben es echt übertrieben mit dem Gruppenraum von der Dynamik. Von der Größe. Das ist... das ist ganz schön gewaltig. Okay. So, Zellen haben wir ja... Die sind noch nicht fertig. Beziehungsweise, ich muss eigentlich nur noch hier die Zellen setzen. Natürlich wieder alles einzeln. Da fehlt was. Nee, da fehlt nichts. Es dauert nur ein bisschen. Der Strom fehlt, sehe ich gerade immer noch. Da oben fehlt noch ein bisschen Wasser. Okay. Und zack. Gibt es nochmal 20.000. Sehr, sehr geil. Durch unsere Subvention. Jetzt mal gucken. Versorgung. Okay, warum auch immer. Hier fehlt das Verbindungsrohr. Und stromtechnisch. Wo hakt's? Aufgabe wird bearbeitet. Ah ja. Ich sehe, wie das Ganze bearbeitet wird. Okay, wahrscheinlich waren die jetzt noch mit dem Zaun beschäftigt. Der Zaun wurde wahrscheinlich... Ich habe den, glaube ich, früher gesetzt. Und das können wir auch mal wegmachen. Das geht mir so langsam auf den Keks. So, wunderbar. Hier, was fehlt hier noch? Die Tür wahrscheinlich. Ah, ne, der Aktenschrank. Okay. Ah, Licht sollte der Gute auch bekommen, wenn er hier schon drin sitzt. Soll er nicht hier in einem düsteren Büro sitzen. Und eigentlich können wir das Ganze ein bisschen verschönern. Das bringt auch den... den Angestellten ein bisschen mehr Motivation, möchte ich jetzt mal sagen. Sind zwar nicht die schönsten Fenster für ein Büro, aber mein Gott, wir haben Kohle, deswegen können wir das Ganze auch einfach mal nutzen. Jetzt frage ich mich natürlich, ob das ein Unterschied ist, ob das Fenster so oder so rum ist. Ich mache es mal so rum. Hier oben. Ich könnte natürlich jetzt hier auch Fenster setzen, aber dadurch, dass ich jetzt hier meinen Gang habe und ich eventuell später neue Zellen hier ransetze und hier vielleicht noch einen Flur runter. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit diesem Eck hier mache. Rein theoretisch hätte ich nochmal Platz. Wenn wir mal gucken. Das möchte ich jetzt mal kurz planen. Wände. Wir haben hier eins. Wir müssen ja eher von da zählen. 1, 2, 3. Das wären hier. Ach Quatsch. Nicht so rum. So. Ja, wir könnten hier tatsächlich noch Zellen hinmachen. Ich werde es jetzt mal kurz eben so setzen für mich. Aber wenn dann richtig rum, dass die Türen auch gleich auf der anderen Seite sind. Hoppla. So rum. Dann könnten wir hier quasi reinkommen. Genau, machen wir das so. Ja, doch, das sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Hier müssen wir dann halt... Ja gut, da wäre natürlich jetzt das hier wieder im Weg. Müsste man das wieder abreißen. War natürlich jetzt, ja, blöde geplant von mir. Aber dann kommt die Mauer nachher so hin. Dann haben wir hier einen Flur. Und das kann ich leider nicht ändern. Dann haben wir hier halt eine Mischung aus Beton und Ziegelstein. Aber in der heutigen Zeit ist es ja eh genauso. Früher die alten Ziegelhäuser und dann haben die großen Firmen, sage ich mal, angebaut. Und dann kam halt mal Beton dazu und dann hat man halt dann einen Übergang. Kann man nicht ändern. Und ich finde ich jetzt nicht allzu tragisch.
Ich fand es nur in der letzten Folge hier ein bisschen tragisch, dass dann hier mittendrin Beton kommt. Das wollte ich nicht. Aber ich werde die Zellen hier auf jeden Fall Ziegel nehmen. Ob ich das Ziegel machen soll? Nein, das ist ja schon hier dran wiederum. Ja, das sind alles so Fragen. Ich weiß es noch nicht. Wir brauchen sie ja momentan eh noch nicht. Wir könnten eigentlich jetzt mal wieder die nächsten Gefangenen kommen lassen. So, machen wir offen. Wie viel bekommen wir denn? Wir bekommen 8 Insassen werden erwartet. Sehr schön, das passt sogar. Und Besuch. 8 Uhr bis 20 Uhr. Eine Familie wartet auf Besuch. Okay, die können lang warten. Wir haben noch keinen Besucherraum. Da müssen wir mal überlegen, wo es taktisch am besten wäre, dass die Gefangenen einfach hinkommen, aber auch die Besucher einfach hinkommen. Rein theoretisch könnten wir eigentlich hier unten anbauen mit einem Besucherraum, einen separaten Gang hier rüber machen für die Besucher, dass die hier einfache Türen haben. Und die Gefangenen könnten dann von hier reinkommen. 27.000 haben wir noch. Ich kann eigentlich auch mal gucken, ob wir noch weitere Subventionen haben, die wir erfüllen könnten. Gefängnispflege, was ist denn das hier? Schalte Wartung frei, Reinigung haben wir, Gartenpflege, Vorarbeiter ist in Arbeit. Ne, Vorarbeiter haben wir. 2 Hausmeister haben wir auch, 1 Gärtner. Das sollte eigentlich passen. Jawohl. Sehr schön. Besuchsrecht. Baue ein Besuchszimmer. Platziere mindestens 3 Besuchertische. Baue einen Gemeinschaftsraum. Den haben wir. Platziere einen Billardtisch. Den haben wir, glaube ich, auch. Jawohl. Platziere mindestens 2 Fernseher. Ha, perfekt. Haben wir auch. Und installiere mindestens 5 Telefonzellen. Wir haben 6. Sehr schön. Dann nehmen wir das. Dann haben wir ja schon ein bisschen was erfüllt. Uns fehlt eigentlich nur noch der Besucherraum. Und ich glaube, den werde ich hier unten hinsetzen. Das macht eigentlich so am meisten Sinn. Ne, hier wollte ich ja meine Baumschule machen. Das mache ich nicht. Dann setzen wir den einfach hier unten hin. Ich nehme dazu auch mal Beton. Ich werde den Raum auch mal gleich etwas größer ziehen. Das wird natürlich jetzt nicht komplett nur der Besucherraum. Das wäre ja verrückt. Wir haben 47.000. Wir könnten uns das echt leisten. Machen wir das so. Oben noch den Flur. Oder soll ich das Ganze erst planen? Nein, ich mache Risiko. Das Blöde ist jetzt nur... Warte mal. Das Blöde ist, wir haben jetzt hier Fenster. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir könnten natürlich hier auch einfach einen zweiten Trakt machen und das Ganze einfach nur mit Zäunen. Ja, dann könnten die Besucher von hier kommen. Okay. Wir machen das so. 26, 27 Meter. Ach, wir machen da jetzt einfach 30 mal 30. Kostet 9.000. Ist okay. Zack. Dann brauchen wir noch eine Tür. Dann nehmen wir mal eine modische grüne Tür nur für ein Personal. Die Besucher brauchten theoretisch eine einfache Tür. Besucher sollen hier oben reinkommen. Ja, doch, die sollen hier oben reinkommen. Und die Gefangenen kommen dann später von hier oben rein. Ich muss das Ganze natürlich innen noch dementsprechend gestalten. Aber das dauert ja erstmal, bis die hier das fertig gezogen haben. Was macht denn die Forschung? Psychologen, den können wir jetzt einstellen, sehr schön. Und die Sicherheit ist auch gegeben. Das heißt, wir können gleich erstmal wieder 2 neue Leute einstellen. So, wo haben wir denn? Den Psychologen. Gucken, ob er so klug ist und das Büro nimmt. Nee. Willst du mich jetzt verarschen? Ich setze dich in dein Büro und du nimmst das Büro daneben. So klar. Gut, dann kriegt der Sicherheitschef das Büro hier. Da muss halt der Stuhl wieder rausgerissen werden und versetzt werden. Finde ich jetzt echt... Ja, keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Aber dann ist es halt so. So, bitteschön. So, und jetzt haben wir 2 neue Sachen bekommen. Einmal durch unseren Sicherheitschef haben wir hier oben die Anzeige Gefahrenstufe. Und da können wir unter anderem sehen, die Gefahrenstufe ist low, also sehr, sehr gering. Und wir sehen auch momentan Faktoren, Eingefangene sind mental unterdrückt. Ja, ist natürlich jetzt, klingt grammatisch schlecht. Bei 2 Gefangenen klingt es schon besser, macht aber nichts. Das wird wahrscheinlich der London hier sein. Zustand unterdrückt, genau, weil er halt isoliert war und ein bisschen den Knüppel gespürt hat.
Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch die einzelnen Bedürfnisse. Da haben wir aber auch auf dem Klemmbrett. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich muss da immer meinen Kopf drehen. Nein, Finanzen, Programme, Subventionen, Regelwerk, Bedürfnisse. Genau. Da sehen wir hier zum Beispiel, die wollen gerade alle Hygiene haben. Gut, die schlafen, mein Gott. Außerdem, gut, die Zellen sind jetzt hier ziemlich verdreckt. Wir können auch später einen Putzraum bauen und gewisse Gefangene einstellen. Dann können die das Ganze selber putzen. Dann brauchen wir nicht extra noch mehr Hausmeister einstellen. Auf jeden Fall sehen wir hier die kompletten Bedürfnisse der Gefangenen. Und umso kritischer, sehen wir ja hier an den Farben, umso kritischer die Bedürfnisse alle werden, umso höher steigt die Gefahrenstufe. Sprich, es kann zu Schlägereien kommen, es kann zu versuchten Ausbrüchen kommen, sie können Tunnel graben, etc. Und deshalb müssen wir die Bedürfnisse auf jeden Fall immer im Auge behalten. So, in 2 Stunden kommen weitere 8 Gefangene. Sehr schön. Die Kantine ist eigentlich soweit ausgebaut. Das sollte passen. Reichen? Da bin ich mir nicht sicher. Ich werde nochmal hier 2 Kühltruhen hinsetzen und dann doch nochmal ein paar Herde oder auch Öfen, wie ich sie so gerne nenne, dahinstellen. Die setzen wir natürlich dann wieder so rum. So. Und die müssten eigentlich so rumkommen. Jetzt habe ich die da oben, glaube ich, falsch gesetzt. Ich hoffe, das ist nicht allzu tragisch da oben. Warte mal. Da steht das, das. So rum. Scheiß drauf, wir haben so viel Geld gerade. Bauen wir einfach mal die Küche mega geil aus. Hier hätte es jetzt nochmal Platz für 2 Herde. Eventuell können wir da auch was anderes hinsetzen. Vielleicht brauchen wir später auch nochmal ein Spülbecken. So, wie schaut es denn mit dem Strom aus? Versorgung. Okay, wir müssen einfach nur mal hier... Eigentlich können wir die auch hier hinziehen. Das müsste so eigentlich aufpassen. Hier brauchen wir nur 3, hier brauchen wir mehr. Ja doch, das sollte gehen. Wasser brauchen die nicht. Die brauchen nur, oder? Ne, nur die hier brauchen Wasser. Ist ein bisschen komisch, das Kühl... Wobei Kühltruhen... Ja, nee, eigentlich nicht. Brauchst du eher nur für das ganze Abtauen eigentlich irgendwie einen Anschluss. Aber Abwasser gibt es hier so gesehen nicht. Zum Beispiel gerade mit diesem Abflussrohr. Ja, das geht halt irgendwo hin, ne? Passt. So, mal wieder habe ich... das leider verrafft. Vor lauter Geschwätz hier. Haben wir jetzt hier das Ärgernis, dass die ganzen Lampen schon wieder gesetzt sind. Und die jetzt wieder abreißen müssen werden. Ah, ich hasse es. Ich hoffe, das wird irgendwann mit einem Patch behoben, dass die Lichter nicht automatisch gesetzt werden. Ich finde das einfach schwachsinnig. So, das Büro ist dunkel. Oh oh. Hier gibt es auch gleich wieder einen Stromausfall wegen den Küchenutensilien. Sollten wir auf jeden Fall nochmal... Ja, wir setzen 3 Kondensatoren hin. Und dann können wir auch hier einfach knallhart mit den Kabeln hier runtergehen. So. Lichter hat es ja keine mehr, also wird das hier auch nicht mehr Strom kosten. So, und da wäre jetzt... unsere 2 Angestellten haben. Den Psychologen habe ich euch ja schon teilweise erklärt. Mit dem Psychologen können wir auch ganz andere lustige Dinge anstellen. Dazu muss ich Programme hier. Gäbe es jetzt zum Beispiel auch Verhaltenstherapien oder Gruppentherapien für Alkoholiker. Die Gruppentherapien wiederum, die sind im Gruppenraum, deswegen auch Stühle. Wir sehen auch gerade, die Gefahrenstufe steigt. 5 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Okay, da sollten wir natürlich gleich mal gucken bei Bedürfnis. Hygiene ist hoch, aber ja, zum Glück haben wir Toiletten gebaut in den Duschen. Die wollen eigentlich alle Hygiene haben. Ja, dann geht doch duschen einfach. Die gehen nicht duschen. Was haben sie denn hier als Aufgabe? Nee, warum gehe ich immer auf Aufgaben? Tagesordnung. Tagesordnung ist duschen. Ja, ich kann nichts dafür, wenn ihr nicht duschen geht. Muss ich jetzt... Die wollen Hygiene. Warum duschen die nicht? Die haben doch hier Duschen. Oh nein. Doch, das ist ein Duschraum. Das will mir jetzt nicht in den Kopf, warum die nicht duschen. Ich habe die noch nie duschen sehen, wenn ich jetzt recht überlege. Ah, doch, der geht duschen.
Ja gut, also wenn ihr selber meckert, ihr wollt Hygiene und geht nicht duschen, kann ich dafür nichts. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob überhaupt die Zeit reicht für Duschen. Die Zeit ist nämlich hier rum und der fängt gerade an zu duschen. Das ist ganz schlecht. Okay, die Gefahrenstufe ging jetzt wieder runter. Nur noch zwei haben Bedürfnisse. Und bekommen die nächsten Gefangenen. 31 Insassen werden erwartet. Boah, das muss ich aber erstmal ganz schnell wieder ausstellen. Das können wir nicht annehmen. So, hier. Erstmal wieder schließen. Wo bleiben die neuen Gefangenen? Da kommen wieder neue 8 Stück. Sehr schön. Und ich sehe gerade. Warum sind die gelb? Das sind jetzt nämlich nicht mehr normale Gefangene. Das sind mittlere Gefangene. Normale Gefangene. Ich habe doch bei niedrig hier reingehauen. Das darf eigentlich nicht passieren. Hätte nicht passieren sollen. Okay, ja gut, die normalen gehen noch. Da müssen wir das hoffentlich noch nicht trennen. Das werden wir dann sehen, sobald es losgeht mit Schlägereien. 7 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Puh. Die werden wahrscheinlich alle das Hygieneproblem haben. Nee. Training, Familie, Erholung. Ey, Leute. Ihr könnt nicht erwarten, aufzustehen und dann Erholung zu haben. So, was meckert der hier rum? Erholung und Komfort geht gerade hoch. Die wollen trainieren und Bücher lesen. Ja, gut, Bücher. Es gibt mittlerweile ja einen neuen Raum. Und zwar, wo haben wir's? Die Bücherei. Deine Gefängnisse wird etliche Kisten. Was? Dein Gefängnis wird etliche Kisten gefüllt mit ausgedienten und benutzten Büchern aus dem ganzen Land geliefert bekommen. Irgendwie ist es ein sehr komischer Satz. Deine Insassen werden die einzelnen Bücher wohl selber in die Regale räumen müssen. Okay, innen liegen Bücherregale, Bibliothekarspult. Okay. Ja gut. Da haben wir jetzt aber auch gar keinen Platz. Wir wollen erstmal den Besucherraum hier hinkriegen. Alter, wo kommt denn der ganze Müll her? So, die werden jetzt ganz normal hier eingeführt. Wir müssen mal gucken bei Aufgaben. Nee, bei Tagesordnung. Okay, die haben jetzt momentan alle die gleiche Arbeitsweise. Die Gefahrenstufe steigt, ist nun sogar auf Mittel. Okay, müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich würde aber sagen, dass wir die normalen mit den niedrigen einfach ein bisschen trennen. Gerade duschen und das Essen sollte getrennt werden. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Die normalen Gefangenen sollen einfach eine Stunde früher aufstehen. So. Die dürfen eine Stunde länger schlafen. Aber ich glaube, ich lasse das mit zwei... Nee, eine Stunde duschen sollte eigentlich reichen. Ja, doch, das sollte reichen. So, dann gehen die gemeinsam arbeiten. Hier überschneiden sie sich ein bisschen mit dem Essen. Genauso wie sie mit dem Hofgang sich überschneiden. Zweimal essen ist schon ganz schön viel, aber na gut, braucht man. So, und die gehen dafür einfach ein bisschen früher pennen. Dann haben wir da eine kleine zeitliche Unterteilung. Das sollte passen. Okay, hier geht's wieder runter. 7 Gefangene sagen, dass sie gut behandelt werden. Na, das klingt doch schon viel besser. 3 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Das sind nach wie vor, mal schauen. Ja, also komm. Das bisschen Hygiene und... Ja gut, Familie, das müssen wir jetzt endlich mal erfüllen. Haben wir jetzt hier unten vorbereitet. Da ziehen wir jetzt erstmal wieder ein paar Mauern. Würde ich sagen, machen wir hier einfach einen Gang rein. So. Eventuell sogar nochmal einen Gang runter. Und dann links und rechts Räume. Will ich das? Ich will das auf jeden Fall getrennt haben. Wir machen das mal so. Nee, das ist Verschwendung. Das ist Verschwendung. So ist besser. Ich glaube, ich mache mal hier kurz rein. So. Ich plane das jetzt mal lieber. Das kostet mich kein Geld. Würde ich jetzt das so machen? Das wäre aber ein gewaltiger Besucherraum. Wir brauchen nämlich auch noch Gruppenräume für die Sicherheit. Nee, Werkstätten. Für die Sicherheitsbelehrung. Damit die in der Werkstatt arbeiten können. Das wäre eine. Ja, das ist eine große Werkstatt. Schulen brauche ich auch. Beziehungsweise nicht Schulen, das sind ja auch so
Warte mal. Räume. War das in den Gruppen? Ihr müsst mich jetzt entschuldigen. Das ist jetzt... Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Also Werkstatt ist klar. Ich glaube, die Sachen werden auch in den Gruppenräumen vermittelt. Das können wir ja ganz einfach mal nachschauen. Bei Programme. Lehrstelle als Tischler. Von einem Vorarbeiter in einer Werkstatt geleitet. Okay, das wird in der Werkstatt geleitet. Die Sicherheitsunterweisung wird auch in der Werkstatt geleitet. Was ist das denn? Spirituelle Führung in einer Kapelle. Kapelle ist auch neu. Die Gruppentherapie ist im Gruppenraum. Aber es gibt doch noch sowas wie eine Schule. Da bin ich mir ganz sicher. Besucher, Wäscherei, Putzkammer, Baumschule. Das meine ich nicht. Den Anhörungsraum, der ist auch neu. Ach, Klassenraum hier. Du musst eine Ausbildung freischalten. Ach so. Brauchen wir auch noch. Ausbildung. Hätten wir hier. Die nehme ich doch gleich mal mit. Gesundheit brauche ich auch noch. Ich brauche noch... Ihr seht, ich brauche eine Menge. Ich brauche natürlich auch noch eine Krankenstation etc. Das ist ganz schön viel, was wir hier noch zu arbeiten haben. Okay, dann schauen wir mal. Der Besucherraum. Steht keine Angabe dran, wie groß er insgesamt sein soll. Wir wollen aber einen großen haben. Der soll dann eine Weile reichen. Theoretisch, ich glaube, den mache ich zum Besucherraum. Dann setze ich hier noch eine Mauer rein und setze hier quasi die Tür für die Gefangenen. Die kommen dann hier rein, gehen hier rein und die Besucher, die kommen von hier und gehen da rein. Ja, so machen wir das. Die Frage ist nur, ob wir diesen Besucherraum so groß machen. Das ist gewaltig. Ich glaube, das mache ich nicht so groß. Ich denke, das wird reichen, wenn ich den so groß mache. Dann kann ich hier noch was anderes hinzufügen. Vielleicht eine kleine Werkstatt. Oder machen wir zur großen Werkstatt, würde ich sagen. Und das hier. Muss ich mal überlegen. Einen Putzraum brauchen wir auch noch, aber der muss nicht so groß sein. Das wäre eigentlich schon fast Verschwendung. Den Putzraum können wir auch irgendwo hier oben reinquetschen. Die Baumschule soll ich so langsam auch mal anfangen. Ah, viel zu tun. Aber ich denke mal, die Mauern kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal alle setzen. Einmal so rum. Einmal so rum. Dann machen wir das. Nee. Ich werde hier einfach eine Tür setzen. Genau. Keine Mauer, sondern eine Sicherheitstür. Erstmal würde ich sagen, die große Gefängnistür als Abgrenzung. Und hier kommt die normale Gefängnistür rein. Hier kommen jetzt auch normale Türen rein. Das ist eine Werkstatt, die sollen so in die Werkstatt reinkommen. Ist mir, glaube ich, lieber. Dann hier nochmal eine Tür. Mal gucken, dass die Mauer nicht da ist. Sonst werden danach Türen auf Mauern gebaut, das wäre auch blöd. So, das gefällt mir schon mehr. 20.000 haben wir noch. Okay, ich muss aufpassen. Ich glaube nämlich, dass diese ganzen Einrichtungen auch ziemlich teuer sind. Wenn wir mal gucken. Eine Tischsäge zum Beispiel. 1.500. Hydraulikpresse ebenfalls 1.500. Besuchertische, ja gut, die gehen noch. Ah, eine Wäscherei brauchen wir auch noch. Eventuell könnten wir hier die Wäscherei machen. Ist zwar ein bisschen arg weit weg. Oder wir machen die Wäscherei eher hier oben bei den Gefängniszellen. Wäscherei und Putzraum in einem. Das macht vielleicht mehr Sinn als da unten. Wobei hier unten eigentlich eher so der Arbeitsbereich ist. Inklusive Besucherbereich. Das müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber wie wir das, oder beziehungsweise wann wir das machen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Prison Architect. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen haben sollte. Ansonsten schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.